Die Gletscher dieser Erde bedecken zurzeit etwa 15 Millionen Quadratkilometer der festen Erdoberfläche. No more stars are over me, I'm walking my way, but still I can't see your face, it's hunting me, I'm walking my way, all alone. Gletscher sind bedeutende Wasserzulieferer für viele Regionen dieser Erde. Sie sind der größte Süßwasserspeicher der Erde und haben einen bedeutenden Einfluss auf das weltweite Klima. Und gerade im Hochsommer, wenn vielerorts die Flüsse schon ausgetrocknet sind, werden Gletscherbäche zu einem Paradies für Wild- und Wuchtwasserpaddler. You are just an image in my mind. Every time that I see you, it seems to me as if I'm running blind. Doch dieses Paradies ist gefährdet. Aufgrund der globalen Erderwärmung ziehen sich die Gletscherzungen in immer höhere Regionen zurück. Ein deutlicher Rückgang der Gletscher ist insbesondere in den letzten 15 Jahren zu beobachten. Zogen sich in den Schweizer Alpen die Gletscher bis 1995 nur um etwa 17 Meter pro Jahr zurück, so waren es zwischen 1999 und 2005 schon 30 Meter pro Jahr. Dieser Gletschersee am Briksdalsbreen in Norwegen war vor etwa 40 Jahren noch mit Eis bedeckt. Allein im Jahr 2004 verlor der Gletscher fast 100 Meter Länge. Auch die deutschen Gletscher sind bedroht. Sie haben in den vergangenen 50 Jahren die Hälfte ihrer Fläche verloren. Sollte es bei dieser Entwicklung bleiben, sind in etwa 30 Jahren alle deutschen Gletscher verschwunden. Und auch die Fenther Ache im Ötztal wird dann im Hochsommer nur noch ein Rinnsal sein. Dann werden Wildwasserklassiker wie die Shoah oder die Jølstra in Norwegen nur noch zur Schneeschmelze genügend Wasser für eine Befahrung haben. Just to understand my own, I always wanted to be just your own. I'm standing on a cliff, everybody wants me to speak. Wir alle müssen sorgsam mit unserer Erde umgehen, denn sollte die Klimaerwärmung nicht gestoppt werden, wird nicht nur uns Paddlern die Grundlage entzogen. Das Ganze wird Folgen in bisher nicht vorstellbarer Größe für alle Menschen und Tiere dieses Planeten haben.